Über dem Ostersonntag steht ein Vers aus der Offenbarung des Johannes im ersten Kapitel, Vers 18. Jesus spricht: Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält und der bewahrt das Werk seiner Hände. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist schon eine eigenartig andere Art von Osterfest in diesem Jahr, wo wir aus der Ferne denken an die Menschen, die uns lieb und wichtig sind, aus der Verwandtschaft und der Freundschaft. Die Menschen, zu denen wir unter normalen Bedingungen uns aufgemacht hätten, zum Besuch und zur persönlichen Begegnung. Gleichermaßen säßen wir hier zusammen zum feierlichen Ostergottesdienst und würden uns am Ende des Gottesdienstes einen fröhlichen Ostergruß zusprechen. Und doch sind wir gerade auch in diesen schwierigen und sehr reduzierten Zeiten miteinander im auferstandenen Christus verbunden. Wir rufen uns an und senden uns frohe Ostergrüße auf elektronischem oder brieflichem Wege. Ausdruck dieser Verbundenheit unter uns
aber möchte auch der heutige online gestellte Ostersonntag-Gottesdienst sein, bei dem es heute um zwei Abschnitte aus dem Matthäusevangelium gehen soll. Der Evangelist Matthäus ist es, der in seinem Evangelium den Weg von Jesu Leiden bis zu seinem Kreuz, über seine Grablegung und die Bewachung des Grabes bis hin zu den Begegnungen zwischen Jesus, dem Auferstandenen und seinen Jüngerinnen und Jüngern benennt. Bewusst habe ich zum Ostersonntag eine Predigtlesung ausgesucht, die schon bei der Grablegung Jesu durch Josef von Arimathäa ansetzt, einem Mann aus dem weiteren Jüngerkreis Jesu und dann auch der Zweier der Jüngerinnen von Jesus. Wir hören die frohe Botschaft aus dem Matthäus-Evangelium, aus den Kapiteln 27, die Verse 59 bis 61 und aus dem Kapitel 28, die Verse 1 bis 11. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in sein eigenes neues Grab, das er in einen Felsen hatte hauen lassen, und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es waren aber dort Maria von Magdala und die andere Maria, die saßen dem Grab gegenüber. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin und verkündet es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Als sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Sorry.
Zuhörer. Eben jener Josef von Arimathea setzt Jesus seinen Herrn in einer respektablen Grabhöhle bei, die er eigentlich für sich selber aus dem Felsen hatte hauen lassen. So hatte er als reicher Mann schon für sein Lebensende vorgesorgt. Doch für Jesus, seinen Herrn, ist ihm das Beste gerade gut genug. Er wickelt ihn in ein reines Leinentuch und erweist ihm die letzte Ehre. Dabei beobachten ihn Jesu Jüngerinnen Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Josefs. Der Schilderung nach scheinen sie festgelegt zu sein auf die ihnen als Frauen zugeschriebene Zurückhaltung. Brennend interessiert sie, was mit ihrem Herrn geschieht. Waren sie Jesus doch schon so lange und so engagiert nachgefolgt, bis hin zu seinem Tod am Kreuz, wo außer Johannes alle anderen Jünger aus Angst Reis genommen hatten, doch die Frauen waren an Jesu Seite geblieben. Zu Beginn des neuen Kapitels nun erleben die Jüngerinnen in den folgenden Versen als die ersten Zeugen des leeren Grabes zwei entscheidende Begegnungen. Zuerst begegnen sie einem Boten Gottes, einem Engel, und schließlich begegnen sie Jesus selber, den Gott auferweckt hat von den Toten. Hatten ihnen zuvor die mosaischen Gesetze die Hände gebunden, sind sie nun in der ersten Stunde des frühen Ostertages unterwegs, um ihrem Herrn in der Gestalt der Totensalbung die letzte Ehre zu erweisen. Sie, die Frauen, aber stehen da, noch niedergedrückt und enttäuscht durch all die mit Jesu Tod zusammengebrochenen Hoffnungen ihres Lebens. Vielleicht mag es uns in verschiedenen Situationen unseres Lebens ähnlich gehen, wie einst den Jüngeren Jesu. Wir erleben vielfältig, was uns niederdrückt auf dem Weg durch das Leben. Dieses Niedergedrücktsein und diese Angst erleben wir gerade auch in diesen aktuellen Zeiten, die eine richtige Ausnahme sind. Dazu gehören aber auch Zeiten eines anderen Leides, im Zusammenbrechen von Lebenshoffnungen, im Loslassen eines verstorbenen Menschen, mit dem ich eine lange Zeit des Lebens gelebt habe, in der schweren Erfahrung einer auseinandergehenden Beziehung oder im Abschied vom jahrzehntelangen Leben in der eigenen Wohnung und der Notwendigkeit, ins Seniorenheim überzugehen. Oder wir haben Gott inständig um etwas in unserem Leben angefleht und fragen uns: Gott, hörst du mein Rufen überhaupt? Wann erlebe ich endlich eine Antwort? In den Zeiten, wo es uns so geht, stehen wir glatt in einer Reihe mit den beiden Frauen, die mit Vornamen beide Maria heißen. Geprägt ist ihr Leben noch von dem Abschied in der Stunde, da sie am Kreuz gestanden haben und den Tod von Jesus erleben mussten. Und es klingt noch in ihnen nach, die Situation, die wir eben gehört haben, da sie an Jesu Grab saßen. Mehr Fragezeichen tun sich vor ihren auf, wenn sie an die Zukunft denken, ohne die leibliche Anwesenheit Jesu, den sie jederzeit wegen allem und jedem ansprechen konnten. Nein, keine Antwort können sie erkennen, die Gott ihnen in dieser Situation des Abschiedes von Jesus gibt. Doch mitten hinein in diese quälende Ungewissheit werden sie hineingenommen in das Handeln Gottes,
als des Herrn über die Welt, über Lebende und über Tote. Statt still von Jesus Abschied nehmen zu können, geraten sie mitten hinein in die Zeit nach dem Moment, da Gott neu auf den Plan tritt als Schöpfer der Welt. Die Erde erbebt, wie schon im Alten Testament, vor Gottes vollmächtiger Gegenwart, als des Herrn der Welt in Gestalt eines starken Engels der Auferstehung. Eben noch niedergedrückt von quälender Ungewissheit erleben die Jüngerinnen Jesu plötzlich Gottes starke, zu neuem Leben verwandelte Gegenwart. Gott, der Schöpfer der Welt, wird unter ihnen mit Macht und Kraft gegenwärtig wie am ersten Schöpfungstag. Als Gottes starker Engel der Auferstehung kommt, um Jesus Christus von den Toten zu neuem Leben aufzuerwecken, bebt die Erde. Aber sicher bebt auch das Herz der beiden Frauen, Maria von Magdala und Maria, der Mutter des Josefs. Nichts wird direkt gesagt über das innere Geheimnis der Auferstehung Jesu Christi. Wohl aber sehen wir den Engel Gottes in der Macht Gottes den großen Verschlussstein des Grabes zur Seite werfen. Die Botschaft von der Auferstehung Jesu geht zuerst an die Frauen, an die Jüngerinnen Jesu. Zu ihrer Zeit werden sie als Zeugen vor Gericht nicht vollwertig angesehen, anders als männliche Zeugen. Gott aber dreht mit der Auferweckung Jesu alle Verhältnisse um. Gerade auch den Jüngerinnen begegnet der Engel Gottes und dann auch der auferweckte Jesus zuerst und machen ausgerechnet sie zu den entscheidenden Zeugen des Auferstandenen für die frühe Christengemeinde, von der Urgemeinde in Jerusalem bis hin zu uns heute. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Mit diesem Gruß lasst uns gegenseitig Mut und Zuversicht zusprechen, gerade auch in den aktuellen schwierigen Zeiten. Und lasst uns füreinander da sein, mit der Tat und mit dem ermutigenden Wort. In diesem Jahr wohl über Telefon, Handyvideo und dann noch wieder später hoffentlich im ganzheitlichen Sinn. In diesem Sinne Ihnen von Herzen ein frohes und gesegnetes Osterfest. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in ihm, unserem Herrn. Amen.
Wir beten. Christus Jesus, deinen Jüngerinnen und Jüngern bist du begegnet als der, der auferstanden ist zu neuem Leben. Du bist ihnen begegnet und hast sie abgeholt aus ihrer Traurigkeit. Du hast ihre Angst verwandelt in Freude und ihre Niedergeschlagenheit gewendet in Zuversicht. Tröste, ermutige und beschütze uns in diesen Zeiten, in denen uns die Angst umtreibt vor der Erkrankung von Menschen, die uns nahe sind, und vor einer Erkrankung von uns selbst, aber auch, wenn andere Dunkelheit oder Anfechtung uns niederdrückt. Sei unsere Kraft, mit der wir wieder aufstehen und mit der Perspektive neuen Lebens zurückgehen können zu unseren Geschwistern, die wir brauchen und die uns brauchen, auch im äußeren Abstand weiter verbunden in dir. Christus Jesus, in den Zeiten des Frühlings, in denen wir sonst voller Leichtigkeit und Freude auf die erwachende Natur schauen, hat der Ausbruch des Coronavirus vieles auf den Kopf gestellt und bringt uns zum Innehalten und Umdenken. Wir bitten dich, schenke uns über Sorgen und Nöte hinaus eine neue und tiefe Art des Verbundenseins miteinander und mit dir. Sei du mit deinem Schutz und deiner Kraft bei allen, die sich in der Pflege und der seelsorgerlichen Begleitung einsetzen für ihren erkrankten Nächsten. Schenke allen Erkrankten Genesung und behüte die Gefährdeten. Besonders nimm dich der Erkrankten und Gefährdeten in den Flüchtlingslagern an. Sei du mit deinem Schutz und deiner Kraft bei denen, die an der Lebensmittelkasse, in der Bäckerei oder bei der Polizei sich dafür einsetzen, dass unsere Versorgung, unsere Sicherheit und unser Miteinander auch in schwierigen Zeiten weiter funktionieren. Sei auch bei denen, die um ihren Arbeitsplatz oder ihre Existenz fürchten müssen. Lenke du die Herzen der Verantwortlichen weltweit zu Abrüstung, Frieden, Gerechtigkeit und Demokratie. Behüte und bewahre alle, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Gemeinsam mit allen Geschwistern weltweit bekennen wir dich als unseren auferstandenen Herrn. Mache uns zu Boten deines neuen Lebens in dieser Welt, die sich nach Heil und Heilung und Frieden sehnt. So beten wir, wie Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sing Halleluja, Halleluja, oh sing in the heavens and the earth revive. Let us declare and rejoice, our Lord is the reason today. Sing Halleluja, Halleluja, oh sing in the heavens and the earth revive. Let us declare and rejoice, our Lord is the reason today. We lift our voices to heaven, we sing with one accord. This is the day of rejoicing, this is the day. Praises to the Redeemer, our Lord of goodness and mercy.
Es segne, behüte und begleite dich, der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ihnen ein frohes Osterfest. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Stein.